Wolfslake. Das ist ja 9 Kilometer. Und wie gesagt, früher, die Mutti, die ist ja immer einkaufen gefahren mit dem gelben Wagen und dem Moritz davor. Hier vorne wurde das abgestellt und dann hat sie hier gekauft. Und wir waren auch manchmal mit dabei. Okay, she comes from Wolfslake, as I told you. It's a small village next to Kremmen. And for them, Kremmen is the metropolis. It's the big city next to Wolfslake. And so if they have to buy some things, they have to go here to Kremmen. And also during these times, they had to come here to buy things here in Kremmen. Ja, und meine Mutti hat hier immer eingekauft und hat sich von niemandem abschrecken lassen. Sie hat gesagt, ich komme so weit, hier kaufe ich, wo ich will. Weil man sie auch abhalten wollte, hier zu kaufen, ja. Na, und jedenfalls war sie mal, da hat sich so einen grauen Übergangsmantel gekauft und dann hat der Herr Borschert hier unbedingt so einen Besteckkasten verkaufen wollen oder leihen, naja, so geben sollen, den sollte sie denn abzahlen. Sie sagt, nein, das kann ich mir nie leisten, das ist viel zu kostbar, den kann ich nicht nehmen. Ach, und er brachte den Wagen, den Besteckkasten aber raus und legt auf den Wagen. Okay, und da hat, okay. Her mother went to Kremmen and bought also in the shop of Borchertz. In spite of the Nazis already had forbidden it. Yeah, but they, but her mother told her, no, I don't want to let me tell, or they don't have to tell me where I should buy and where not. So they she went often to the shop of family Borchert. Yeah. And one day, Walter Borchert, I think, yes? Walter Borchert wanted to give her some... Besteck, Besteck, Messer, Gabel. Yeah, some knives and some forks and some Besteck, we say in German. I don't know in English. Flatware. Forks and knives and spoons from silver. Naja, wie gesagt, Mutti sagt, das ist so teuer, das kann ich nicht nehmen. Und er brachte das raus, legte auf den Wagen und Mutti ging hin, holte das und brachte das wieder zurück. Okay, the mother of her said, no, it's too expensive, I cannot, it's too much money for me, so I can't buy this. And he, erzählen Sie mal weiter. Ja, na jedenfalls Mutti kam nach Hause und sagte, ach, der Herr Borschert war doch aufdringlich, ich sollte unbedingt den Besteckkasten kaufen und also wenigstens mitnehmen. Nicht? Und nach ein paar Tagen, da war ja dann die Kristallnacht und was sich dann so abgespielt hat, ja, da sagte sie, ja, ich weiß jetzt, warum er so war und mir das unbedingt aufdringen wollte. Ja, der hat sich gesagt, die Frau ist ehrlich. Er wusste ja auch nicht, wie die Zeiten wären. Ja. Er dachte, wenn sie den Kasten hat, dann bezahlt sie nachher oder bringt ihn zurück. Ja. Also das war eine Sache des Vertrauens. Und weil, wie gesagt, meine Mutter sagte, nein, du weißt nicht warum. And he wanted to give her all these forks and plates and knives and spoons. And at first she didn't know. She came back to her home and told, yeah, Mr. Borchert wanted to give me all these things and I don't know why. I can't, it's too much money for me, I can't buy this, I don't know why. And some days later was the Kristallnacht. And then her mother said, ah, now I know why he wanted to give it to us. He wanted that it's safe. Because, during the Reichskristallnacht many, they broke into the shops and took all these things. Jetzt möchte ich noch sagen, meine Mutti war sehr resolut, also was sie wollte, das hat sie getan. Und gerade damals, Anfang April 1945, da waren doch diese Todesmärsche. Vielleicht die älteren Leute können sich daran erinnern. Und da kam auch mit mal aus dem Wald so eine ganze Menge Menschen, die haben sie dann auf der Wiese getrieben, die SS, ja.
und die mussten sich da hinsetzen. Das waren 300 Personen, Holländer, Juden, alle Sorten, ja, Franzosen und so weiter. Da ging meine Mutti hin und die Nachbarsfrau und sagten, die Menschen haben Hunger, wir kochen Kartoffeln. Nein, wir haben nicht Zeit, aber da gab es bei den beiden Frauen keine Widerrede, auch nicht von der SS. Die mussten horchen und dann haben zwar die Kartoffeln gekocht und in die Brücke. Okay. In April 1945, the Todesmärsche from the concentration camps took place from the concentration camp Sachsenhausen to the north. And one of these marches, death marches, came through Kremmen, and they were sitting next to Kremmen, next to the forest, next to a forest, and the SS men were there to take care for these prisoners from the concentration camp Sachsenhausen. And her mother said, we have to cook something for them, for these prisoners. But the SS man told them, no, it's forbidden. You don't have, they are prisoners. And she said, no, I will do it. I will cook something for them. And they did. So, das wär's eigentlich, ja? Vielen Dank.